Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man sich erbohrt und welche Gefahren an Bohrmaschinen auftreten können. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Grundsätzlich ist uns natürlich wichtig, dass ihr nach einem Arbeitstag immer gesund nach Hause kommt und keinen Arbeitsunfall habt. Daher möchte ich euch heute zeigen, welche Gefahren auftreten und wie ihr euch vor diesen schützen könnt. Grundsätzlich gilt natürlich, ihr als Maschinenbediener müsst an dieser Maschine eingewiesen sein. Falls ihr es seid, bitte checkt vor Arbeitsbeginn die Maschine einmal optisch. Sind eure Sicherheitsvorkehrungen alle hier, insbesondere der Bohrschutz, der ist wichtig, bitte nicht abmontieren. Einmal gucken, ob auch die Notausvorrichtung funktioniert. Im Notfall bitte einfach den Schalttaster aktivieren und somit schaltet die Maschine sich komplett aus. Einer der größten Gefahren an der Bohrmaschine ist es, durch die rotierenden Teile in die Maschine eingezogen zu werden. Das passiert nur, wenn man sehr weite Kleidung trägt, lange Haare hat oder Schmuck oder einen Schal trägt. Also hier gilt es immer, falls man lange Haare hat, auf jeden Fall ein Haarnetz tragen. Grundsätzlich immer eng anliegende Kleidung tragen. Schmuck und Schals gehören nicht an die Bohrmaschine. Eine wichtige Sicherheitsvorschrift an der Bohrmaschine ist es auch, eine Schutzbrille während des Bohrvorgangs und auch während der Reinigung der Bohrmaschine zu tragen. Denn hier werden Späne aufgewirbelt, daher bitte immer eine Schutzbrille tragen. Bohrspäne können jedoch nicht nur dein Auge verletzen, sondern auch deine Hände, insbesondere bei Rüstarbeiten, bei Reinigungsarbeiten. Hier ist es wichtig, trag bitte Handschuhe. Aber sobald ihr die Maschine wieder einschaltet, unbedingt wegen der Einzugsgefahr die Handschuhe ausziehen. Um sicher bohren zu können, empfehle ich euch, euer Werkstück immer sicher und fest zu spannen. Nutzt hierfür einen Bohrmaschinenschraubstock. Aber beim Bohrungsdurchmesser von über 10 mm in Stahl empfehle ich, spannt den Bohrmaschinenschraubstock auf dem Maschinentisch fest. Denn die resultierende Schnittkraft bei großen Bohrungsdurchmessern ist so groß, dass auch der Schraubstock mitdrehen könnte oder hochschlagen könnte. Bei langen Werkstücken gilt, der längste Teil bitte nach links hinausschauen lassen, denn sollte jetzt das ganze Teil mitschlagen oder herumschlagen, schlägt das Werkstück gegen die Säule. Das kann nicht komplett herumschlagen und euch treffen. Bei der Reinigung der Bohrmaschine solltest du darauf achten, immer Handschuhe zu tragen. Das hatte ich ja gerade schon erwähnt. Des Weiteren ist es ganz wichtig, dass du zur Reinigung am besten Spänepinsel oder einen speziellen Reinigungsmagneten nutzt, aber auf keinen Fall Druckluft benutzt. Denn mit Druckluft wirbelst du die gefährlichen und scharfen Bohrspäne extrem auf. Damit gefährdest du deine Kollegen in der Werkstatt. Und an den Bohrspänen befindet sich teilweise Öl oder Kühlschmierstoff. Und dieses wirbelst du auch mit der Druckluft extrem auf. Es bildet sich ein Aerosol, was du dann unter Umständen einatmest oder deine Kollegen. Und dieses ist sehr gesundheitsgefährdend, wenn du dieses einatmest. Deswegen solltest du die Reinigung mit Druckluft unbedingt unterlassen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem heutigen Video helfen, sicherer zu arbeiten, sodass du zukünftig keinen Arbeitsunfall hast. Falls dir das Video gefallen hat, drück gerne auf Gefällt mir. Und falls du die zukünftigen Videos nicht verpassen möchtest, abonniere gerne unseren Kanal. Also, bis zum nächsten Video, euer Felix.